Einen wunderschönen guten Abend hier aus dem Eurocity von der Baureihe 103 auf der Strecke Mainz-Koblenz. Wir fahren einen Eurocity-Zug mit der 103 188-9. Hinten dran haben wir Intercity-Wagen und Eurocity-Wagen, der SBB. Danke an dieser Stelle für die Repaints an Hanna, sowohl für die 103 hier in Kobaltblau als auch für die Eurocity-Wagen. Das ist unser wunderschöner Zug und ich würde sagen, wir machen einen Screenshot und fahren jetzt mal ab in den Sonnenuntergang. Fahrzeit ungefähr eine Stunde heute. Pi mal Daumen. Einmal den Bremsschlüssel auf ein. Wir haben ein Update vor kurzem bekommen für die 103 mit jetzt angepassten Bremseigenschaften, dass die 103 nicht mehr so extremst krass und stark abbremst, wie sie es vorher noch getan hat. Und sich somit das Fahrerlebnis hoffentlich um einiges noch gebessert hat. Hoffen wir, dass es wirklich der Fall ist. Wir werden es auf jeden Fall austesten. Und dann schauen wir mal. So, Türen schließen wir schon mal. Lokführerpultbeleuchtung machen wir einmal auf hoch. So, Spitzensignale sind an. Fahrstufenregler werden wir gleich benutzen. Schauen wir mal einmal auf den Bahnsteig. Lichter sind an, sehr schön. Links hier noch ein Intercity. Da sind jetzt ein paar Mods irgendwie miteinander gemischt. Dass da auch tatsächlich modernes Rollmaterial zu sehen ist auf der Strecke. Aber ich finde es nicht weiter schlimm, ehrlich gesagt. Klar, es passt natürlich nicht mehr so ganz zu der Lackierung der Eurocity-Wagen und der 103. Aber ich finde das nicht weiter schlimm. Mich persönlich stört das nicht. Ich finde es eigentlich ganz schön, so wenn wir sowohl modernen Verkehr als auch etwas älteren Verkehr gleichzeitig haben. Ich finde es eigentlich ganz schön, tatsächlich. So, wir fahren 60, beziehungsweise mit 60 dürfen wir ausfahren. Wir befreien uns auch schon mal. Fahrmotorlüfter gehen an. Und wir fahren rein in den Sonnenuntergang. Haben Zwischenhalte nicht. Haben wir nicht. Wir fahren durch bis Koblenz Hauptbahnhof. Und das ist unser sehr, sehr, sehr schöner Zug, finde ich. Eine wirklich schöne Zuggarnitur, die heute natürlich leider so nicht mehr unterwegs ist auf deutschen Schienen. Oder auf ausländischen Schienen genauso wenig. So, noch ein bisschen die Fahrstufen rein. Ich finde, wir können die Bewölkung ehrlich gesagt ein bisschen rausnehmen, damit es nicht ganz so schnell so dunkel wird, weil es weil die Sonne gleich untergehen wird. Hier die 110 der AEG. Repaint von Cat Gaming. Auch ein sehr, sehr schönes Repaint, habe ich schon mal vorgestellt. Gibt es im Creators Club. Kleine Empfehlung meinerseits. Auch hier wirklich schön. Hier die 628 von der Niddertalbahn. Wartet hier schon auf Ausfahrt. Und wir dürfen mittlerweile 80 fahren. Vorne, auch das wirklich ein tolles Repaint. Ich glaube, auch das ist von Cat Gaming, meine ich. Hier die Sendung mit der Maus, die Lok mit der Maus. Auch schon mal in einem Video gezeigt. Gibt es auch im Creators Club. Ich hätte es gern, ehrlich gesagt, noch ein bisschen irgendwie heller, aber gut, das liegt halt etwas auch an der Uhrzeit, dass es jetzt dunkel wird. Witz. Ja. Ja, machen wir es mal so. Ja, so passt das, denke ich mal. Kontrollieren wir mal hier ein bisschen das Wetter selbst. Wir können es ja. Warum also nicht nutzen? Wir dürfen 100 fahren. Also es gab jetzt tatsächlich, also insgesamt, ich glaube, 2 Patches für die linke Rheinstrecke in den letzten 4 bis 6 Wochen. Heißt also, die TG hat sich meines Erachtens eigentlich ganz gut nochmal hier um die Strecke gekümmert nach dem Release. Die meisten
auffälligen Bugs sind draußen. Und die Fahrphysik der 103 hat sich ja jetzt auch anscheinend gebessert, oder die Bremsphysik halt. Das Problem mit der fehlenden Reihentextur ist weg. Wie das mit den Bahnübergängen aussieht, wir dürfen gleich 160 fahren, wie das mit den Bahnübergängen aussieht, ob die alle schließen und dass da keine Autos drüber fahren, wenn sie geschlossen sind, müssen wir noch gucken. Ob das mittlerweile auch gefixt worden ist, aber ich glaube, also ich bin da guter Dinge, dass eigentlich jetzt die Strecke wirklich in einem Tip-Top-Zustand ist, sowohl was Rollmaterial angeht, als auch Szenerie. So. Muss man ein bisschen Leistung aufschalten, damit wir auf die 160 kommen. Wir wollen ja jetzt nicht unnötig rumtrödeln. Was wir natürlich machen können, eigentlich machen wir das nur bei höheren Geschwindigkeiten, aber wir machen das jetzt auch mal. Wir schalten mal die Trafo-Umschaltung kurz ein und haben für ein paar Minuten mehr Leistung, weil aus der Oberleitung mehr Gewinde abgerufen werden können. Hier die 628, die noch vorbeidieselt. Heißt also, wir verfügen über mehr Zugkraft, dürfen allerdings nicht zu lange die Trafo-Umschaltung benutzen, weil ansonsten, ich glaube, die Fahrmotoren überhitzen. Und das ist nicht gut. Jetzt eine Fahrmotoren, das will keiner. Das Einzige, was ich noch super gerne hätte, wäre, dass diese Texturen hier noch ein bisschen qualitativ besser gewesen wären. Die sind so ein bisschen verwaschen. Aber naja. So, wir schalten die Trafo-Umschaltung mal wieder aus. Haben die 150 erreicht. Ja, ein bisschen Leistung brauchen wir noch, damit wir die 160 halten können. So, 160. Und jetzt die Leistung abschalten, wollen nicht zu schnell werden. Ein bisschen Leistung brauchen wir aber trotzdem, damit wir die auch halten können, die 160. Ja, fahren einfach mit dem legendärsten Zug, den es jemals auf deutschen Schienen gab. Ist das nicht cool? Ich finde es immer noch sehr, sehr cool, dass wir tatsächlich die 103 im TSW haben. Das hätte mir mal jemand vor einem Jahr sagen sollen. Das hätte ich nicht geglaubt. Also ich wusste, irgendwann wird sie kommen. Aber dass sie jetzt schon praktisch da ist... Ich hätte gedacht, das wird noch ein bisschen länger dauern. Ja, wir wissen leider immer noch nichts, apropos deutsche Lok, wir wissen immer noch nichts von der neuen deutschen Lok, von der wir ja glauben, dass es sich um den Vectron handelt, aber offiziell wurde jetzt nichts bestätigt in der letzten Roadmap, was aber auch daran liegt, dass in der Roadmap ja normalerweise keine neuen Ankündigungen zu lesen sind. Das heißt also, es kann sein, dass uns irgendwann mal ein Artikel erreicht von DTG, mit der Lok, die angekündigt wird, aber das wird halt nicht das erste Mal in einem Roadmap-Artikel der Fall sein. Es gab so eine Erwartungshaltung, die halt viele hatten, die allerdings tatsächlich auf falschen Vorannahmen basiert, nämlich dass auf der Roadmap neue Sachen angekündigt werden. Das ist ja mitnichten der Fall. Daher vielleicht so ein bisschen die Frustration oder Enttäuschung, dass wir jetzt schon wieder nichts wissen von der deutschen Lok. Wir sind alle natürlich hungrig auf neuen Content, auf neue Fahrzeuge, auf neue Strecken. Jetzt mal ganz abgesehen von der Strecke, von der deutschen Strecke, aber auf jeden Fall erstmal die Lok. Und wenn es tatsächlich der Vectron ist, nicht schlecht. Und was auch sehr interessant war, in dem letzten Roadmap-Stream von DTG, wir sind so schnell, in dem letzten Roadmap-Stream von DTG, also die Streams, die abends stattfinden, an den Tagen, wo die Roadmap released wird. Da wurde ganz kurz über die Baureihe 420 gesprochen, dass sie schon sehr, 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 sehr weit im Entwicklungsstadium ist, ohne da konkreter drauf einzugehen. Aber das klang für mich so, als würde die 420, wenn wir ganz, ganz, ganz viel Glück haben, tatsächlich noch im Juli erscheinen. Natürlich wurde das jetzt nicht gesagt so, aber
wenn man mal so zwischen den Zeilen liest. Mit etwas Glück erscheint sie noch im Juli, wobei auch sich die Frage stellt, aktuell wird wohl noch so ein bisschen an den Szenarien und sowas geskriptet. Stellt sich natürlich die Frage, bis sowas erstmal getestet wird und so. Das dauert alles lange. Also könnte Juli vielleicht doch ein bisschen sehr, sehr, sehr knapp sein. Aber vielleicht August. Da können wir dann mit der 420 rechnen. Und dann ist natürlich die der Weg frei für die Ludmilla, die ja auch noch kommen wird von TSG. Da freue ich mich schon sehr drauf, auf die Ludi. So, einmal hier auf 150 runter, haben wir auch jetzt schon. Ne, danach kommt die Ludmilla. Das Problem ist halt, dass Mike Golds immer als Second Party für DTG im Auftrag arbeitet. Hier beispielsweise die 103, die ist ja nicht von TSG, ne, sondern von DTG. Aber an der saß halt zum größten Teil unter anderem der Entwickler, der unter dem Namen TSG halt eben bekannt ist. Der saß halt hier an der 103 für DTG. Und das ist er aktuell auch wieder für was auch immer da DTG in Arbeit hat. Da ist halt auch wieder Mike Golds dran. Das ist toll, weil das ist halt immer ein Qualitätsmerkmal meines Erachtens. Und ich glaube, das ist auch so gemeinhin die akzeptierte Meinung, dass der Name TSG definitiv für Qualität steht. Das Problem ist halt nur, dass das eben bedeutet, dass seine eigenen Projekte etwas zurückgestellt werden, leider. Weil eine Person kann ja nur an einer begrenzten Anzahl an Sachen gleichzeitig arbeiten. Und er kann natürlich nicht jetzt an drei verschiedenen Loks gleichzeitig arbeiten. Irgendwann ist halt der Tag vorbei. Irgendwann muss man auch noch schlafen und Feierabend machen und auch noch was essen, idealerweise. Und auch noch vielleicht ein bisschen sogar Freizeit verbringen. Auch das soll es geben, Leute, die Freizeit haben und die auch tatsächlich vielleicht irgendwie schön mit Freunden oder sowas verbringen möchten oder mit Freundinnen. Soll es ja alles geben. Ne? Kann man denen niemandem zum Vorwurf machen. Und dann ist halt natürlich klar, dass 150, okay, das passt. Ist natürlich klar, dass es halt eben dann länger dauert mit der 420. Das ist schade. Das ist wirklich schade, weil die 420 ist eine ganz, ganz, ganz tolle, ein ganz tolles Fahrzeug, auf das ich mich wirklich schon, also wer hier öfter zuschaut, der weiß, wie sehr ich mich auf die 420 freue. So oft, wie ich über die geredet habe, habe ich, glaube ich, über kein anderes Fahrzeug bisher geredet. Aber gut, wir müssen uns halt eben mit diesen Uneinigkeiten zufrieden geben. Beziehungsweise mit diesen etwas leider widersprüchlichen Anforderungen, die halt eben an den Entwickler gestellt werden. Aber das ist halt so. Repaint ist in der Videobeschreibung zu der Ozeanblauen 103. Ich glaube in diesem Sinne ein echtes Repaint, ne? Das gab es glaube ich wirklich. Wirklich sehr, sehr schön. Eine absolut formschöne Lok. Kann man sich nicht oft genug angucken, oder? Können Sie ja mal an uns vorbeizischen lassen. Aber die Kamera positionieren, das ist immer ein bisschen schwierig. Ja, so. Oh, da kommt uns was entgegen. So, das muss man noch kurz einmal mitnehmen. So, suchen wir nochmal die Lok an uns vorbeifahren zu lassen. Die ist halt leider fast so schnell wie
Ist das unser Signal? Nee. Sie ist halt leider fast so schnell wie die Kamera, deshalb ist es voll schwer, sich da entsprechend zu positionieren. So, aber ich glaube, jetzt hier so in der Kurve. Ja, herrlich. Da ist eine Ankündigung auf 100. So, schauen wir mal, wie die Bremseigenschaften hier sind. Also die Bremse löst auf jeden Fall deutlich schneller. Zieht schnell an, das ist gut. Ja, wir haben ja die hohe Abbremsung aktiv, aber sie löst auch. Sie löst deutlich schneller. Ankündigung auf 90. So. 90 sind erreicht. Schön, oder? Wie das hier so zugebaut ist, da oben. Dieses Terrain, das da in dieser Stufenbauweise gefüllt ist. Das ist doch herrlich, oder? Da will man doch leben. Da sieht man Züge, da sieht man die Schifffahrt. Das ist doch toll. So, wo fahren wir denn hier vorbei? Wir sind hier in... Bingen. Bingen am Rhein. Und wer sich fragt, wo der Rhein ist, da ist er. Da ist der Rhein. Oh, ist das schön. Das ist doch mal ein schönes Bild. Einmal ohne Zug, aber... Moment. Ein bisschen so mit der Spiegelung. Und diesem Mäuseturm, dem Bingener Mäuseturm. Der zwischendurch unter anderem als Zollstelle benutzt wurde. Dass da vorbeikommende Schiffe... da tatsächlich Zoll entrichten mussten. Und hier haben wir auch noch mal eine Burgruine oder eine Burg. So, 120 darf gefahren werden. Bahnübergang vorbei. Solche kleinen Details mag ich ja, ne? So ein Stromkasten, der hier so ein bisschen an der Seite hängt. Ach, der Bahnübergang ist schon offen. Sehr gut. Das ging schnell. Ja, ein Bild, das man einfach so genießen kann. So, 30 sind fast erreicht. Auch was TSW ja wirklich einer der ganz, ganz großen Stärken von TSW ist ja meines Erachtens die Beleuchtung. Die Beleuchtung bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Ja, die tagsüber ist ein bisschen überbeleuchtet, gebe ich zu. Sieht manchmal auf einigen Strecken nicht so schön aus. Aber bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, hier die Farben, wie die alle da mitspielen und so, da
Das ist schon eine ganz, ganz große Kunst. So, ich nehme mal die dynamische Bremse, um mal auf 120 runterzugehen. Boah, da hat sie aber ordentlich reingekickt. Habe ich nicht gedacht, dass sie so heftig auf einmal reinzieht. Ja, das ist schon ein bisschen besser. Zwei Leistungsstufen rein, damit wir auch die Geschwindigkeit halten. Guckt euch das an. Fahrt an. Hoffen wir mal, dass es dabei bleibt. Wir haben nicht mal die Hälfte der Strecke geschafft. Ich habe das Gefühl, wir sind schon seit Stunden unterwegs. So, das Vorsignal zeigt weiterhin freie Fahrt an. So, muss ich mal ganz kurz nebenbei hier ein Glas Wasser einschenken. Aber jetzt habe ich es auch wieder geschafft. So. Ein bisschen was trinken ist nicht so schlecht. Bisschen mehr Leistung rein, damit wir auch an die 120 rankommen. Und da vorne steht, glaube ich, schon wieder ein bisschen KI-Verkehr. Blaue 110. Rennwagen hinten dran. Karlsruher Kopf. Wie fändet ihr den Wittenberger Steuerwagen? Würde euch der, das Fahrzeug interessieren? Hättet ihr den gerne? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und vor allen Dingen, welchen findet ihr besser? Mögt ihr mehr den Wittenberger oder eher den Karlsruher? Kann ich schon mal direkt sagen, ich persönlich finde ja eher den Karlsruher Kopf, den Wittenberger Steuerwagen um einiges besser. So, einmal hoch auf die 130. Und da ist der Anfang auf 120, also können wir weiter entspannt fahren, ohne zu bremsen. Hatte vorhin befürchtet, dass es ja zu dunkel wird während der Fahrt, aber ich finde, das geht ja total klar. Ich glaube, so richtig dunkel wird es erst so nach 8 im Juni. Wir sind ja unterwegs im Juni. Steht hier irgendwo das Datum? Ja, steht im Menü, wenn ich das Spiel pausiere. Will ich jetzt aber nicht. Ich will fahren.
mich gerade, ob das nicht sogar besser aussehen würde, wenn wir noch ein bisschen mehr Bewölkung hätten. Ja, noch so ein bisschen, ne? Wir fahren übrigens ja einen internationalen Zug. Wir fahren heute an Eurocity. Wir fahren den Eurocity 106 von Genf über Lausanne, über Biel, über Limoges, über Basel, SPG, über Mannheim, Mainz, Koblenz, wo unser nächster Halt ist, weiter nach Bonn, Köln, Düsseldorf, Essen und dann am Ende in Dortmund Hauptbahnhof, wo wir enden werden. Ob diese Fahrt enden wird und nicht wieder. Schön, wie das alles hier so ein bisschen wackelt, ne? Dann wie das jetzt gleich in die Kurve hineingeht. Bremse mit dazu. Ist das so, dass die Zugbremse gelöst wird, wenn die dynamische Bremse reingenommen wird? Anscheinend, ne? Ja, dann bremsen wir lieber mit der Zugbremse. So, und jetzt können wir lösen. Und bis sich die Bremsen gelöst haben, haben wir die 100 unterschritten. Also ein bisschen Leistung aufschalten. Ja, wobei wir lassen es sein, weil da noch eine Geschwindigkeitsherabsetzung angezeigt wird, nämlich auf 90. So, 90 sind doch schon fast erreicht. Hier vorne gelten dann, glaube ich, die 90 ab dem Hauptsignal, jawohl. Und das Vorsignal zeigt weiterhin Freifahrt an. Wir sind immer noch schneller als die Autos. Die dürfen also vermutlich nur so 60 vielleicht gerade fahren, vielleicht auch 50, weil das eine innerörtliche Straße ist, ich weiß das nicht. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall, wir fahren jetzt auf jeden Fall in die Tunnel hier rein. Kammereck-Tunnel. So, wir sollten vielleicht mal kurz die Instrumentenbeleuchtung da anmachen. Und hier einmal dann in den nächsten Tunnel. Und jetzt hier hinter diesem Tunnel wird dann Lorelei auftauchen. Und Feuerwerk. Wir haben Feuerwerk. Wir haben heute Feuerwerk. Erstmal hier Lorelei-Felsen, ne? Ganz berühmte Stelle. Sehr, sehr, sehr bekannt. International sogar bekannt. Und ihr seht es da vorne schon. Ah, wenn es jetzt noch ein bisschen dunkler wäre.
Vielleicht können wir das ganz schnell selbst noch machen. Ja, gut, mit mehr Bewölkung. Also viel besser wird es auch nicht mit mehr Bewölkung. Dann lassen wir es so, wie es ist. Schaut her. Ist das nicht schön? So, wenn wir jetzt aus dem Tunnel rauskommen, müssten wir mehr Feuerwerk sehen. Mal, dass da ein guter Screenshot mit dabei ist. Dann haben wir hier mal das Thumbnail für heute gefunden. Ach, sehr schön. Hier vorne auch noch. Also hier möchte man gerne jetzt gerade als Fahrgast im Zug sein, oder? Wenn man jetzt hier so sitzt und aus dem Fenster guckt und man sieht da so ein Feuerwerk. Ach, ist das nicht schön? Stellt euch vor, nee. Wahnsinn. Rein in Flammen, ne? Das ist, glaube ich, hier dadurch simuliert. Wobei ja Rhein in Flammen, glaube ich, tatsächlich den gesamten Rhein über zu sehen ist. Also eigentlich wäre das richtig krass gewesen, wenn das DTG wirklich den ganzen Rhein über gemacht hätte. Aber so, dass man es vielleicht selbst dann auch an- und ausschalten kann, dass es halt nicht immer bei jeder Nachtfahrt dann da ist. Ja, wobei kann man ja. Es ist ja das Mastery Reward. Wenn man das halt eben ausschaltet, dann sieht man es eben nicht mehr. Aber das fände ich richtig cool, wenn das tatsächlich wie in Realität, meine ich zumindest, die wirklich dann den gesamten Rhein entlang gewesen wäre. Also zumindest um Koblenz herum ist halt wirklich auch sehr, sehr viel los bei Rhein und Flammen. Wenn man das auch noch gehabt hätte, das ist schon cool genug, was wir jetzt haben, aber ja. Auf 110 dürfen wir fahren. So, das ist eine Anknüpfung auf 100. Dann nehmen wir mal hier die dynamische Bremse für.
So, 100 sind erreicht. Wir lösen wieder. Und lassen noch kurz ein bisschen rollen. Dürfen wir 130 fahren. Machen wir auch. Eine Leistung bitte. Alles so schön lila, ne? So, 130 sollten wir dann jetzt mal demnächst erreichen. Noch, dann sind wir da. Also Leistung raus und ein bisschen die dynamische Bremse rein. Bisschen zu schnell. Dynamische Bremse lässt sich übrigens mit Punkt und Komma benutzen. So, jetzt haben wir sie. So. 14 Kilometer noch. Leistung schalten wir wieder auf, damit wir jetzt nicht zu langsam werden. Versuchen wir die 120 zu halten. Ist natürlich immer ein bisschen anstrengender, als wenn man eine AFB hätte. Die macht einem das Leben natürlich leichter. Anders als die AFD, die macht einem das Leben natürlich nur schwerer. Aber die AFB macht einem das Leben leichter. Die gibt es aber nicht mit der 103. Oder in der 103. So, wir müssen übrigens auf 100 runterbremsen. So. Eine Sache, die mir nicht ganz so sehr gefällt, was so nachts über die Szenerie angeht, ist, dass wirklich bei den Häusern, dass da alle Fenster immer beleuchtet sind nachts über, ne? Also wirklich alle. An jedem Haus. Und ich finde, da
müsste man irgendwie dran arbeiten, dass das mit den Texturen doch nochmal ein bisschen anders ist. So, 110 ab hier. Schön, oder? Also einmal hier so am Rhein. Hier lässt es sich auch gut leben, ne? Hier unser Zug aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wagen bestehend. Und die nächste 101. Also wie gesagt, da ist noch dieser moderne Fahrplan-Mod mit drin. Daher sind so viele 101er hier unterwegs. Das wären eigentlich alles 103er, die uns entgegenkommen würden. Aber ich habe halt diesen modernen Fahrplan-Mod mit drin. Vielleicht muss ich den mal mit rausnehmen. Dann passt das auch wieder alles so ein bisschen besser mit dem KI-Verkehr. Aber ich finde es jetzt auch nicht weiter schlimm, wie gesagt. Noch natürlich das Bügelfeuer, ne? Mal schauen, ob wir es gleich noch mal sehen. Die Wahrscheinlichkeit bei trockenem Wetter ist halt recht gering. So, hier dürfen wir 140 fahren. Ich würde sagen, wir wagen es nochmal, die Trafo-Umschaltung zu benutzen und können gerade auf über 200 Kilometer verfügen, obwohl wir schon 120 km fahren. So, wieder aus und vielleicht wieder runter. Das geht eh leicht bergab. Hier haben wir ein Gebäude, wo manche Lichter tatsächlich aus sind und das finde ich auch, ist auch schon deutlich realistischer, oder? Hier haben wir einige Gebäude, wo das Licht ganz aus ist, also... Ja, hier hat sich jemand Gedanken drum gemacht, tatsächlich bei den Häusern hier. Ja, ja. Der Anzeigen noch gestellt. Ja, jetzt sehen wir sie noch ein bisschen besser. Vor allem sind wir zu langsam. Ach, schaut an. Das finde ich immer cool, weil das halt so ein Legacy-Reskin ist. Ist das tatsächlich so, dass hier die Nummer im Führerstand mit der hier draußen korrespondiert? Das ist ja bei den Livery-Designer-Repaints in der Regel, oder halt eigentlich nur der Fall, wenn das ganz zufällig mal so ist. Aber man kann ja beim Livery-Designer nicht tatsächlich steuern, was hier drauf steht. Aber wenn man hier so ein Repaint tatsächlich erstellt, so wie es die gute Hannah gemacht hat, dann geht das tatsächlich schon. Und dann sieht das Ganze natürlich noch mal ein bisschen schöner aus. Wir können mal eigentlich das Führerstandslicht lassen wir es an. Wir können doch aber hier irgendwie die Buchfahrplanleuchte doch noch anknipsen. Wie machen wir denn die an? Signalleuchte, Lokführerpultbeleuchtung. Die hätte ich gerne, jawohl.
Das sieht doch hübsch aus. So, 8 Kilometerchen. Jetzt wird es aber ordentlich dunkel, ne? Bei Kilometer 90, ja, bei Kilometer 91 sind wir ungefähr in Koblenz. Können wir noch mal gucken, ohne Wolken. Ja gut, dann ist es natürlich deutlich heller, aber ich finde es irgendwie auch ganz hübsch, wenn es so ein bisschen bewölkt ist. Sieht man da schon Sterne? Tatsache. Hier sind tatsächlich schon Sterne. Noch sehr, sehr schwach leuchtend, aber man sieht sie schon. Als 3 Kilometer noch. Wir sollen um 20.15 Uhr da sein. Ich glaube, wir sind ganz gut in der Zeit, würde ich jetzt mal behaupten. Oh, hallo, eine 103. Mit Interregio-Wagen. Ordentlich runterbremsen, bevor uns die PZB hier eine Zwangse reindrückt. So. Und wir haben halt zu erwarten. Das bestätigen wir natürlich mit PZB wachsam. So. Am Ende des Bahnsteigs ist das Signal. Ja, wir sind mit einer Verfrühung von fast 3 Minuten da. Das haben wir nicht oft. So, 1500 Hertz Magnet wird jetzt auch aktiv sein. Entsprechend wird auch der Leuchtmelder gleich angehen. Und zwar jetzt ungefähr so jetzt. Da ist er.
Und wir halten. Ja, kann eigentlich jetzt gleich schon halten. Halten aber bündig beim Signal. Oh, jetzt so ungefähr. Jawohl. Türen sind auf. Und damit verabschiede ich mich ganz herzlich von euch. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mögt, wenn euch das Video gefallen hat. Jetzt wird es langsam ganz dunkel hier. Die Nacht bricht langsam ein. Und wir fahren dann weiter bis nach Dortmund. Das machen wir aber nicht zusammen im Video, sondern das mache ich dann alleine. Ich verabschiede mich von euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.